So, dann herzlich willkommen, oh, Entschuldigung, zum JFD Live Trading TV. Bild und Ton und alles sollten jetzt wach sein. Ja, beginnen wir gleich, nachdem kurz der Risikohinweis eingeblendet worden ist, mit den asiatischen Märkten. Dort sollte hier der Nikkei nach unten tendieren, also eher den grauen Pfeil abarbeiten, um hier einen Einstieg zu finden. Bei 16.100 Punkten rund. Das gab jetzt eben heute eine schöne schwarze Kerze. Da liegt also der Nikkei auf dem richtigen Weg. Der Hang Seng Index, ja, stieg im Hoch bis auf 22.300 und somit wären fast, auch nur fast, die 2.000 Punkte voll. Hier werde ich natürlich dann heute jetzt überlegen, ob dann endgültig das Setup dann beendet worden ist, auch wenn es jetzt eben nicht die ganz 2000 Punkte Marke, sage ich jetzt mal, voll wird. Allerdings hier ist jetzt mit der heutigen Kerze, ja, in den der Hang Seng in den Widerstandsbereich eingedrungen und hier kann es jetzt erstmal auch vorbei sein. Wieder auch, ja, schon ein bisschen seltsam, ja, der Hang Seng steigt, Nikkei fällt, aber wie gesagt, der Nikkei ist, wie man auch hier eindeutig erkennen kann, ja, unter dem EMA 200 und der Hang Seng konnte sich ja hier deutlich von der 200-Tage-Durchschnittslinie nach oben absetzen. Deswegen hier passt alles. Ja, ein paar Worte jetzt noch kurz zu Netflix, wurde ja das Kauflimit nicht erreicht, auch gestern nicht. Der Unterstützungsbereich, der eingezeichnete hält. Einen kleinen Fehlausbruch oder einen schnellen Abverkauf noch, fand nicht statt. Auch das wurde jetzt hier eben abgezielt. Ihr könnt jetzt, ob die Aktie jetzt direkt hier hoch geht oder nur bis 91, ja, und dann vielleicht nochmal ein Absacker. Muss man beobachten, aber allerdings hier sieht man ja eindeutig, dass diese Zone hält. Australische oder kanadische Dollar hat hier sogar jetzt über die 0,99er Marke geschlossen und ja, kommt wieder an das alte Hoch hier ran, Verlaufshoch. Mal sehen, was das Währungspaar noch macht. Wer investiert es? Ja, kann man jetzt natürlich Teilgewinne mitnehmen und der Stopp wurde ja eh schon hier hoch gesetzt. Ich muss da immer mal die Charts dann aktualisieren. Der US-Dollar, japanische Yen kommt hier in größeren Unterstützungsbereich rein. Im 4-Stunden-Chart ist jetzt hier die Unterkante verlassen worden. Allerdings hier über der 104 Yen-Marke kann sich das nach oben absetzen, aber ich bleibe hier erstmal nur mit dem blauen Pfeil konform. Das ist hier, wenn das gerissen wird, das Level ist eher ein neues Tief gibt. Wenn sich hier oben aber allerdings eine eindeutige Umkehrkerze im 4-Stunden-Chart oder im 1-Stunden-Chart ergibt, kann man auch die Gegenrichtung handeln. Das war jetzt erstmal hier zum Gold und Silber. Ja, bleibt in dem Bereich. Allerdings ohne noch Kaufdruck aufzubauen. Gold, Silber. Ebenfalls bleibt noch im 4-Stunden-Chart unter der Rainbow-Unterkante. Hier zieht sich das sehr zusammen. Man darf hier wirklich gespannt sein, wenn es hier auch dann diese Linie hier, die man ja unterschiedlich ansetzen kann. Ja, man könnte sie hier auch belegen. Dann wäre hier ein Ausbruch über dieser Marke auf 4-Stunden-Basis. Denke ich mal, ja, hier wäre es gut. Dann kann man noch ein bisschen aufrunden auf die 20 US-Dollar-Marke. Also werde ich das auch nachher so im Stream veröffentlichen. Hier dürfte
dann was gehen, sobald hier ein Stundenschlusskurs oder ein 4-Stunden-Schlusskurs über die 20 US-Dollar-Marke vollziehen sollte, kann und ja, sollte eigentlich dann eine dynamische Aufwärtsbewegung dann eingeleitet werden in Richtung, ja, vielleicht erstmal 21 US-Dollar. Euro-US-Dollar ist hier auch im Prinzip schön in dem Unterstützungsbereich angekommen und hält eben diesen Bereich noch. Allerdings kann hier der noch nicht die Rainbow-Unterkante geknackt werden. Zum DAX, da gibt es jetzt hier im Prinzip nicht besonders viel zu sagen. Mit dem Gap Close folgten eben Gewinnmitnahmen. Oberes Kursziel wäre jetzt hier bei 10.430 oder ein bisschen älteres, ja, im Wochen. Widerstand bei 10.380 Punkten. Also da der Blick sollte weiter nach oben gerichtet werden. Eine wichtige Marke in meinen Augen im DAX ist hier die 10.070 Punkte Marke. Tagesschluss darunter wäre definitiv negativ. Auch schon ja, einzelne Kurse darunter wären für die Bullen jetzt nicht mehr ideal, um jetzt hier wirklich ein direktes Kursziel aufrechtzuerhalten bei über 350 Punkte. Euro gegenüber britischem Pfund sieht noch gut aus. Was allerdings nicht gut aussieht, ist der Euro gegen australische Dollar. Da gab es jetzt einen Rücklauf an das Ausbruchsniveau. Ja, gefällt mir jetzt nicht mehr. Bei den DAX-Aktien gibt es natürlich erstmal ja, noch, es ist ja noch kurz vor 9 Uhr, noch keine neuen Bewegungen. Da ist, wie gestern besprochene, Volkswagen erstmal genau in die Richtung gelaufen, bis 122, 23 oder knapp 123. Kann jetzt hier eben nochmal eine Abwärtsbewegung nach unten folgen, dann durchzustarten. Schöner wäre es eigentlich direkt, aber wie gesagt, man muss da eben auch den DAX genau beobachten. Heidelberg Zement bleibt über der wichtigen Unterstützung und bei der Deutschen Post sollten jetzt heute schon Anschlusskäufer da sein. Also man kann auch hier den Stopp einfach auf das gestrige Tiefen nachziehen. Dann hätte man das Risiko begrenzt. Denn bei so einem Ausbruchsszenario sollte eigentlich jetzt nicht mehr direkt der Kurs unter das Vorgängertief fallen. Allerdings eben hier eine Variante. Ja, wäre natürlich auch nochmal hier runter und dann möglich. Also muss man sehen, entweder sich hier ausstoppen lassen, hier unten einen neuen Einstieg suchen oder es einfach so vielleicht belassen. So, das war's. Danke fürs Zuhören. Wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag.